Heute kommt das letzte Rezept zu unserer türkischen Woche mit der lieben Funda Beauty and Cook. Ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Schaut euch auch unbedingt ihre Videos an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Sie hat auch traumhafte türkische Rezepte für euch zubereitet. Heute mache ich ein Dessert für euch, Baklava. Es nennt sich speziell Şöbiyet Tatlısı. Das sind so Baklava, das sind so Dreiecke, gefüllt mit Kries, also Kriespudding oder so. Ja, weiß nicht, ob das jetzt Kriespudding heißt. Auf jeden Fall ist es so Kriesbrei, genau. Gefüllt mit Kriesbrei, so jetzt habe ich es. Die schmecken super lecker. Also hammerlecker und am besten frisch, das muss ich jetzt dazu sagen, weil wenn die jetzt, keine Ahnung, so 1-2 Tage im Kühlschrank waren, dann sind sie einfach obenrum nicht mehr so knusprig, ja, nicht mehr so fluffig, wie sie dann am Anfang sind. Also ich würde euch raten, sie entweder noch am selben Tag zu verzehren oder spätestens am nächsten Tag. Und wenn ihr sie am nächsten Tag isst, dann gibt sie am besten gar nicht erst in den Kühlschrank und bedeckt die Baklava nicht, damit die äußere Schicht schön knusprig bleiben kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt geht's aber los mit den Zutaten. So, wir beginnen jetzt mit dem Zuckersirup. Da habe ich schon mal Zucker in einen Topf gegeben und kipp hier jetzt heißes, abgekochtes Wasser mit rein. Und ich schalte meinen Herd jetzt auf höchste Stufe und lass den Sirup jetzt ungefähr 10 Minuten lang vor sich hin köcheln. Und nach 10 Minuten kommt mein Zitronensaft mit hinein und das Ganze darf dann noch weitere 10 bis 15 Minuten vor sich hin köcheln, bis dann halt so ein richtiger Sirup entsteht, so ein bisschen dickflüssiger wird. Jetzt kann der Zitronensaft mit rein, nur so ein paar Tropfen, also vielleicht einen halben Teelöffel oder so. Und jetzt lassen wir das Ganze noch weitere 10 Minuten vor sich hin köcheln. So, der Zuckersirup ist jetzt fertig und muss komplett auskühlen. Der darf nicht heiß über die Baklava später gegeben werden. Und dann bereiten wir unseren Kriesbrei jetzt noch zu. So, dann geht es jetzt weiter mit der Kriesfüllung. Dafür habe ich hier schon mal Milch in einen Topf gegeben und habe hier jetzt Weichweizenkries. Den gebe ich mit in die Milch rein und verrühre das jetzt so lange, bis das Ganze anfängt zu blubbern, also zu kochen. Und dann merkt ihr auch schon, die Konsistenz ist viel dickflüssiger geworden. So, bei mir hat die Mischung jetzt aufgekocht und die ist jetzt auch schon ein bisschen dickflüssiger geworden. Und wir kochen das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter, bis es noch dickflüssiger wird. So, ich habe die Mischung jetzt circa 3-4 Minuten lang vor sich hin köcheln lassen und jetzt haben wir die Konsistenz erreicht, die wir haben wollen. Und der Kriesbrei muss jetzt komplett auskühlen, bevor wir den dann weiterverwenden können. Und beim Auskühlen wird er dann auch mal noch ein bisschen dicker, fester werden. So, jetzt geht es endlich an die Zubereitung der Baklava. Und dafür brauchen wir natürlich Baklava. Ich benutze hier jetzt einen fertigen Baklava-Jufka-Teig. Und meiner beinhaltet jetzt 500 Gramm. Und hier steht drauf, dass ungefähr 28 Jufkas drin sind. Plus, minus 2 steht noch dabei. Dann brauchen wir noch gehackte Walnüsse, den Kries, den wir vorher gekocht und abkühlen lassen haben, und geschmolzene Butter. So, und bei der Butter ist jetzt ganz wichtig, dass ihr die zum Schmelzen bringt. Und dann beim Schmelzen werdet ihr merken, dass sich Butter und Milch ein bisschen trennen. Und diese Milch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die müsst ihr abteilen und die könnt ihr wegkippen oder für irgendwas anderes verwenden. Die darf auf keinen Fall mit in die Butter, da uns die Milch ansonsten später beim Backen im Backofen verbrennen würde und die Baklavas später einfach so nach verbrannter Butter schmecken. Das wollen wir ja nicht.
Ich werde mir meine Backform jetzt erstmal ein bisschen einfetten. Ihr könnt auch ein großes Backblech nehmen, dann würden, glaube ich, auch alle reinpassen. Ich nehme heute gerne so eine Auflaufform. Ich finde immer, das sieht schöner aus, und wenn was übrig bleibt, gebe ich immer noch was in eine kleinere Auflaufform und backe das dann so. So, ich gebe jetzt einfach so ein bisschen was von meiner Butter hier in die Auflaufform und verteile sie. Dann kleben uns die Baklava später nicht an. Ich habe mir hier jetzt schon mal eine erste Lage Jufka auf meine Arbeitsfläche gegeben und werde sie jetzt mit Butter bestreichen. Allerdings müsst ihr den Rest eures Jufkas, Baklava Jufkas, immer wieder abdecken, damit es euch zwischenzeitlich nicht trocknet, denn es geht sehr schnell, es ist ein sehr dünner Teig. So, und jetzt beträufle ich das so ein bisschen mit Butter komplett. So, und gebe dann meine zweite Schicht Jufka darüber. Und auch diese wird wieder mit etwas Butter beschmiert. So, und jetzt kommt meine dritte Lage Baklava drüber. Jufka meine ich. Und auch wieder ein bisschen Butter drauf schmieren. So, und ich habe gerade abgemessen, mein Jufka ist 40 cm breit und ich möchte insgesamt 5 Streifen haben, die haben dann je 8 cm Breite. Ich versuche die jetzt so gut es geht gleichmäßig zu schneiden mit so einem Pizzacutter. So, und dann gebe ich mir etwas von dem Grieß hier vorne hin, so etwa ein Esslöffel. Und ungefähr ein Teelöffel gehackte Walnüsse kommen noch drauf, und dann wird das Ganze jetzt zu Dreiecken geformt. Dafür macht ihr euch erstmal so ein Dreieck nach rechts, dann klappt ihr das nach oben. Dann kommt ein Dreieck nach links und dann wieder nach oben. So, und das macht ihr dann einfach so lange, bis ihr kein Jufka mehr habt. So, und dann habt ihr am Ende hier so ein tolles Dreieck und das könnt ihr euch in eure Form legen. So, ich habe meine Baklava jetzt alle fertiggestellt. Ich habe jetzt mit 500 Gramm Baklava-Teig 45 solcher Dreiecke hier rausbekommen. Hier habe ich 25 und in eine etwas kleinere Auflaufform habe ich den Rest der 20 gegeben. Und ihr solltet ein bisschen Butter noch übrig haben und die gebt ihr dann über die Baklava, also ihr könnt das schön drüber streichen. Ich habe hier jetzt mein anderes Blech noch nicht eingefettet, deswegen sieht das hier jetzt noch so viel aus. Und jetzt kommen meine Baklavas bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen, bis sie goldbraun werden. Ich sage euch dann, wie lange sie bei mir gebraucht haben. Meine Baklava sind jetzt gerade frisch aus dem Ofen und haben bei mir so um die halbe Stunde gebraucht. Und hier hatten wir ja den Zuckersirup vorbereitet, der ist jetzt auch vollständig abgekühlt. Und den können wir jetzt über die noch heißen Baklava geben. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. So muss es sich anhören. Wenn ihr wie ich zwei Bleche vorbereitet habt, dann hebt ihr euch natürlich die andere Hälfte noch für das andere Blech auf. Wenn ihr alles auf einem Blech gemacht habt, dann könnt ihr alles drüber kippen. So, und jetzt lasst ihr den Sirup einziehen über ein paar Stunden. Und wenn der Sirup dann eingezogen hat, können die Baklavas serviert werden. Und wie ich das mache, zeige ich euch dann später. So, meine Baklavas haben jetzt gut eingezogen und ich habe mir jetzt so zwei Stück auf einen Dessertteller gegeben. Ich behaupte jetzt mal, zwei Stück reichen für eine Person, weil die ja schon sehr mächtig sind und süß. Und hier habe ich ein paar Kokosraspel. Ihr könnt auch Nüsse nehmen, Pistazien gemahlene, irgendwas anderes. Und die gebe ich jetzt auf meine Baklava. Dann sieht es Ganze schon ein bisschen besser aus, und meine Spülmaschine läuft im Hintergrund. Entschuldigung dafür, ist ein bisschen laut.
So, und das war's jetzt schon wieder. Ihr habt gesehen, wie immer, es ging wieder super schnell, ratzfatz, und ihr habt Baklava zu Hause. Es lohnt sich nicht immer, in ein Geschäft zu gehen und fertigen Baklava zu holen. Probiert es doch einfach mal selbst, würde ich sagen. Ist gar nicht so schwer. Ja, und auf jeden Fall werde ich euch bald, beziehungsweise zur Fastenzeit, zur Ramazanzeit, zeigen, wie man Baklava selbst macht. Also sprich nicht mit fertigem Yufka-Teig, sondern mit selbstgemachtem, handgemachtem. Ich hatte schon mal bei Instagram ein Rezept hochgeladen und ich sag euch, es ist kein Vergleich, wirklich kein Vergleich zu einem selbstgemachtem in dem Sinne mit fertigem Yufka oder zu einem selbstgekauften. Ja, der Geschmack ist völlig anders, tausendmal besser und ich weiß gar nicht, ich könnte das, glaube ich, jeden Tag essen, wenn ich nicht zu faul wäre, mir den Teig da selbst herzustellen, ja, und ja, wenn es nicht so fett machen würde, ne? Ja, also das Rezept kommt auf jeden Fall noch, da könnt ihr euch drauf freuen, falls ihr Interesse habt. Ja, und das war es dann auch generell jetzt zur türkischen Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal unten in die Kommentare schreibt, wie ihr diese türkische Woche fandet und ob ihr mehr Mottowochen sehen wollt, und wenn ja, dann schreibt uns doch einfach mal rein, was für Mottowochen ihr sehen wollt. Ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, dass bald eine Erdbeerwoche kommen wird, weil die Erdbeerzeit ja kommt, und ich denke, da werden sich einige unter euch freuen, weil das bei Instagram auch schon sehr gewünscht war. Jetzt habe ich aber schon wieder so viel geredet. Naja, auf jeden Fall schreibt es mir einfach in die Kommentare, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!